Na schön. Eine Fabrik haben wir entdeckt. Das müsste eigentlich die Tür hier sein. Wenn ich mich nicht irre. Moin. Das sieht schwer nach Kovacs aus. Servus. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Antimaterie-Rezept beschaffen. Signal zur Alien-Fabrik. Antimaterie. Wir haben einen Hinweis bekommen. Wir sind, glaube ich, in einem der richtigen Sonnensysteme gelandet, wo es weitergeht. Habe ich überhaupt irgendwas eingesammelt, was ich verkaufen will? Nö. Okay. Dann quatschen wir mit dem Kollegen hier. Wobei wir wahrscheinlich nichts verstehen werden. Hallo? Mit dem Kollegen quatschen? Hallo? Ah, jetzt. Ne. Techniker-Entität. Doktorarbeit bei den Kovacs. Und wie ihr seht, wir haben kein einziges Wort verstanden. Als ich mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Silikatelement misst. Ich tue so, als würde ich wenig über sie oder ihre Kommunikation wissen, worauf die Lichter in ihrer Maske zu leuchten beginnen. Wir haben einfach nichts. Wir sollten uns auch nicht mit diesen Leuten unterhalten, solange wir deren Sprache nicht sprechen. Antimaterie-Rezept beschaffen. Das sollen wir bei dieser Fabrik bekommen. Okay, aber erstmal gucken wir uns das Schifflein hier an. Kann ich erst angucken? Ja. Ein Echo-Analyst. Ja, ich weiß, ich verstehe kein Wort. Und was willst du dafür haben? 2,1 Millionen. Natürlich. Da sind wir noch ein bisschen von ab, würde ich behaupten. Aber es ist immer schön, dass die den Tank noch leer saugen, bevor sie das Schiff verkaufen. Ist immer super. Kommt gut an. Okay. Wir machen uns mal auf die Socken zu dieser Fabrik da. Die denn... Keine Ahnung, wo ist... da. Eine Stunde. Mal gucken. Da, ein Antimaterie-Rezept. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Weil wir brauchen dieses Antimaterie-Rezept aus Gründen, dass wir jetzt ohne Antimaterie nämlich nicht mehr warpen können. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Hallo, ich würde gerne ein bisschen lenken. Ich muss leider bremsen. Wenn wir sonst leicht vom Kurs abkommen. Ja, brauchen wir nicht so hin. 2 Minuten schießt mich tot. Das ist aber lang. Können wir hier mal den Turbo reinhämmern. So kannst du halt, du kannst kaum steuern. Das ist ein Problem. Den Felsen will ich mitnehmen. Der Planet sieht auch sehr ungiftig aus. Ja, zumindest brauchen wir es nicht mehr allzu lange dahin. Vielleicht finden wir hier ja auch unsere benötigten Ressourcen. Halt. Warte. Was ist in dem Ding drin? Wie kann das denn sein? Hier, das Alu machen wir weg. Schön Alu, ne? Hier ist Nickel. Brauchen wir aber auch nicht. Da. So, wollen wir mal gucken. Antimaterie-Rezept geschaffen. Signal zur Alien-Fabrik folgen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen Anhaltspunkt. Ich befürchte, es geht voran, meine Freunde. Also dieses Grün sieht halt immer ein bisschen giftig aus. Wir gucken mal, was uns hier so
gar Vorzügliches erwartet. Ist auf alle Fälle auch gar nicht so nah dran, ne? Wie man sieht. Ich denke mal, da sind wir etwas schneller, wenn wir durch den Orbit fliegen, wie man auch sieht. Okay, da irgendwo müsste die jetzt sein. Ich hoffe, hier auf dem Planeten ist nicht zu... Ah, jetzt tut sich was. Ist es Wasser? Ernsthaft? Es ist Wasser. Oh, es ist ein Eisplanet. Stopp. Da... Hier, mach mal eine Landung. Was ist das denn da für Steine? Okay. Wie sieht's denn hier aus? Eiskalt, geringe Alarmstufe, Flora nicht existent, Fauna nicht vorhanden. Ist ja ein Traum. Sprich, es gibt einfach mal gar nichts hier. Doch, es gibt ein bisschen was hier. Hier ist zum Beispiel ein bisschen Tamium. Ich dachte, es gibt hier nichts. Blitzwerfer am Multi-Werkzeug installieren und die verstärkten Türen. Natürlich brechen, habe ich doch schon. Das ist auf alle Fälle mal schweinekalt hier. Wie kalt? Oh, minus 73 Grad. Ja, leck mich doch fett. Ich sollte die Pflanzen vielleicht mal scannen, ne? Von wegen keine Fauna hier am Arsch. Das hier? Hat irgendwas. Sieht aus wie Autoreifen. Von wegen keine Fauna vorhanden. Das ist Eisen. Es war klar, dass das Eisen ist. So, ich würde sagen, wir heizen den Jungs mal ordentlich ein, bevor uns hier der Arsch abfriert. Hier sind gleich zwei. Ohne den mal aufschließen hier, ne? Was hat denn? Oh, ein Felsen. Gecknip. Es gibt überall diese scheiß Gecknip. Ich befürchte, wir werden hier allerdings nicht viel ausrichten können. Wo ist denn der Eingang? Denn es ist bitterkalt. Wo ist. Hallo? Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Ich bin schon mal vorbeigelaufen. So, nochmal auf das Ding. Alter! Wie stabil ist das Teil? Na. Ja, komm mal her. Schnauze, du! Jo, schönes Rezept, bereits bekannt. Ist ein anderes Ding. Da hinten gerollt? Nö. Offensichtlich weg. Nein. So.
Titan brauchen wir eh. Na, großartig. Kommt jetzt noch was? Nee. Inventar ist also voll. Das ist ja ein Traum. Tschüss. Hier liegen auch noch zwei. Hier ist nichts mehr drin. Und hier auch nicht. Muss hier nicht noch mehr sein? Was denn jetzt schon wieder? Ich war das nicht. Und wenn, dann kannst du es nicht beweisen. Ich habe nicht zufällig Tamium hier in der Tasche, oder? Warte, das muss ich auch mal überprüfen. Doch, habe ich. Also, Tamium brauche ich echt nicht mehr umschlagen. Das kann nur aufs Schiff hier. Nickel hätte ich da noch. Irgendwas, was ich überschmeißen kann. Ja, ja. Irgendwas, was ich überschmeißen kann. Kann ich irgendwas bauen jetzt? Was brauche ich ja noch zum Bauen? Chrysonit. Ich brauche Chrysonit. Oder? Platin und Gold. Kohlenstoff und mikrodichtes Gewebe. Ich habe keinen Kohlenstoff. Wie kann das denn sein? Mikrodichtes Gewebe. Was brauche ich denn dafür? Eisen und Platin. Ja, das kann doch nicht. Eisen und Platin. Pass auf. Hier, das. Hoch. Geh weg. Moin. So. Jetzt müsste ich hier eigentlich mikrodichtes Gewebe herstellen können. So, was brauche ich jetzt hier? Brauche ich Kryonit? Kohlenstoff brauche ich jetzt noch. Okay, das Ding hier, das muss jetzt richtig laufen, ne? Wenn nicht, lade ich neu und dann müssen wir uns wohl oder übel erstmal ein bisschen durch die Gegend bewegen und hier so ein paar Kack-Sprachsteine finden. Wenn das jetzt in die Hose geht. Weil wir deren Sprache überhaupt nicht sprechen. Irgendwo unter meinen Füßen höre ich das... Oh, das geht einfach. Ach, okay. Irgendwo unter meinen Füßen höre ich das endlose Arbeiten automatisierter Maschinen, die unbekannte Aufgaben für unbekannte Gebiete ausführen. Ein Bildschirm flackert auf und Buchstaben erscheinen. Nada, nada. Atlas entkommen. Uns finden. Nada, nada. Und dann wird ein Rezept zur Herstellung von Antimaterie angezeigt. Atlas entkommen. Uns finden. Okay. Mit diesem Wissen kann ich Warpzellen herstellen. Das letzte Puzzlestück. Jetzt kann ich überall hinreisen, wo ich möchte. Oder sollte ich Atlas folgen? Oder Nada und Polo? Das konnte ich leider nicht lesen. Okay. Nice. Antimaterie. Schön. Antimaterie herstellen. Warpzellen herstellen. Okay. Das kriegen wir hin. Bestimmt. Aber nicht jetzt. Weil ich erstmal meinen Anzug ausbauen möchte. Ehrlich gesagt. Ich speichere vorher nochmal, weil im Moment sind wir ein bisschen überladen tatsächlich. Ich weiß halt nur nicht, gibt es hier Kryonit oder sowas? Hier gibt es auf alle Fälle Tamium ohne Ende. Da hätten wir eine Höhle, da hätten wir eine Chance auf Chrysonit. Platin gibt es hier. Das war's auch wieder Platin.
ist denn da? So ein Busch. Oh, der wollte gerade analysen. Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass es auf die Entfernung auch noch geht. Mit ihm hier. Und auch. Mit ihm. Den nicht. Na gut. Was sind das denn hier für rote, fette Brocken? Ist das überhaupt irgendwas? Antimaterie herstellen. Grundbestandteil kann bei galaktischen Handelsterminals gekauft werden. Suspensionsflüssigkeit kann ich hier nicht bauen. Ich habe schon wieder alles voll hier. Scheiße. Hier mal weg mit dem scheiß Neutrinomodul. Suspensionsflüssigkeit kann ich doch herstellen. Siehst du doch. Ja, ja. Ich wollte erstmal meinen Anzug ein bisschen aufrüsten. Ich brauche aber Chrysonit. Chrysonit sieht hier ehrlich gesagt ein bisschen schwierig aus. Da hinten wäre noch ein bisschen Technik. Das ist Eisen. Was ist der große Klumpen da? Das ist ein Ding. Ah, nicht ins Wasser, bitte. Das könnte etwas kälter werden. Hier. Zink. Ein bereits bekannter Plan. Da hinten war irgendwo was Kistentechnisches. Da hätten wir Kohlenstoff. Die Dinger sehen auch noch aus wie Autoreifen. Ich vermute mal, das Wasser wird relativ kalt sein. Was hat er das Ding denn gescannt? Was ist das Ding gescannt? Das, Alter, sieht aus wie... So auch ein Stein anscheinend. Ach, das ist ja so ein Kackwächter. Wow. Alter, minus 62 Grad. Das war dezent kühl. Ist wieder Eisen. Was ist das denn hier? Gold! Gold, 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 Gold. Warte mal, den dicken Goldklumpen nehmen wir natürlich gleich mit. Aber erstmal muss ich gucken, was hier noch so rumliegt. Ist das auch Gold? Emeril. Oh, nice. Kann ich verkaufen. Hat viel Kohle. Wie? Keine freien Plätze. Jetzt willst du mich aber verarschen, oder? Gut, wir müssen irgendwas loswerden. Pass auf, hier. Das Nickel kann weg. Das Nickel kann weg. Tamium können wir, glaube ich, rüberschmeißen, ne? Ja. Tamium können wir rüberschmeißen. Was haben wir denn noch hier so? Platin, Zink, Gold. Habe ich hier noch Gold? Habe ich kein Gold. Plutonium, Plutonium. Habe ich hier Plutonium drin? Nö. Nee, ganz ehrlich, Alter, das Neutrino-Modul braucht auch keine Sau. Dann werfe ich das. Wobei, nee, Gold brauche ich hier auch. Können wir erstmal ein bisschen was abbauen hier? Alter, so einen riesen Goldklumpen haben wir noch nie gesehen. Emeril sehen wir natürlich lieber, ehrlich gesagt, weil das ein bisschen mehr wert ist. Aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben, ne? Aber zumindest etwas. Gold ist ja auch was wert. Müssen wir nur in Handelsstationen spielen drin. Können wir irgendwo mal in Deckung gehen? Wird's hier wärmer? Das wäre wunderbar. Mehr nicht. Halt. Doch, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Ah, geht doch. Oh, hier sind sogar Plusgrade in dem Haufen. Jetzt nicht mehr. Temperatur stabilisiert sich. Ja, was denn jetzt?